halbblaue Augen, groß, guten Style ist sehr wichtig, er muss gut riechen. Haarfarbe ist mir nicht wichtig, aber er darf nicht zu blond sein. Die Jungen von heute sind in ganz anderen Generationen wie damals, wie wir waren. Warte, okay, wir machen mal andersrum. Versuch mal, du ihn zu klären. Wie würdest du einen Jungen ansprechen? Das ist auch sehr interessant. Komm. Ich bin Musikproduzent. Ich arbeite bei Volkswagen. Ich verdiene gutes Geld. Und ich habe süßes Lächeln. Warum eskaliert es immer mein Videos? Ich weiß auch so, nicht. Dann noch jetzt hier nochmal auch Gruppe gemacht von diesen ganzen Klöpke-Hausmeistern. 15 Leuten, ja? Was geht ab, Leute? Euer Onur Amstadt. Heute sind wir nicht in Köln, nicht in Frankfurt, sondern bei unserem Bruder Nahim Sky in Hannover unterwegs. Ihr wisst Bescheid. Komm her, Bruder. Checkt auf jeden Fall erstmal den freshen Dude ab, Bruder. Like sein Video komplett. Alles, was geht. Glocke aktivieren, ganz wichtig. Ganz wichtig. So sieht's aus. Und danach? Abonnieren, ganz wichtig. Auch sehr wichtig. Lasst Liebe da, Leute. Und mal, teilen. Bruder. Auch wichtig, Bruder. Was ich letztens in meinen Insights gesehen habe. 80% der Zuschauer haben noch nicht abonniert. Deswegen, worauf wartet ihr? Abonnieren. Alles ist kostenlos. Einfach nur abonnieren drücken. Okay, Tamam. Genießt das Video dann. Schreibt auch gerne in die Kommentare, jetzt sehr wichtig, welche Städte wieder nachkommen sollen. Also wir sind für alles offen. Demnächst ist geplant, würde ich sagen, Stuttgart, München, oder? Bruder, oder Berlin. Ehrlich, oder Berlin, ich auch Bock. Bruder, sagt ehrlich, München. Ihr wisst, was zu tun ist. In den Kommentaren zu ballern. Und dann würde ich sagen, genießt das Video. So Leute, wer jetzt hier den? Ali, Bruder. Ali, wie alt bist du? Stell dich mal vor, ein bisschen so. 18 Jahre alt, komm aus Wolfmitte. Wolfmitte. Hier haben wir den? Ich bin der Momo, ich bin auch 18 Jahre alt und auch aus Wolfmitte. Wo ist das, Bruder? Wir sind jetzt hier in Hannover. Oh, ist das weit weg, wenn wir jetzt darüber anfangen zu reden, Wolfmitte ist die krankeste Stadt. Wie lange seid ihr denn gefahren für uns heute? Erzähl mal. 45 Minuten so. Boah, Ehrenmänner, ihr wisst, Trade Hannover ist auf jeden Fall wild unterwegs. Guck mal, Jungs, heutige Frage, okay? Ihr seht mir jetzt aus wie wilde Klärer. Seid ihr wilde Klärer? Ja. Konnten Sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Na ehrlich, du? Oder was meinst du damit? Kopf. Also kannst du gut Frauen fit machen. Bist du erfolgreich? Ich bin da eine ganz Niete, Bruder. Ich bin eine Niete. Sicher? Ja. Ich hab's noch nie gemacht. Du hast es noch nie gemacht. Okay, gleich kommen wir dazu. Ich habe auch schon zwei Mädchen am Start, aber die kommen jetzt gleich. Bruder, angenommen, du siehst jetzt hier ein hübsches Mädchen, okay? Wie würdest du versuchen, die fit zu machen? Auf welche Art und Weise? Bruder, wie soll ich das sagen, ja? Also, wenn ich das jetzt mal machen würde, ja, ich würde sie ganz normal ansprechen, wenn ich das mache so. Ganz normal, ganz standardmäßig. Was würde dich so catchen? Bruder, sie muss mir gefallen auf jeden Fall. Nein, doch. Ja, Bruder, sowieso sollte dir... Bruder, sie muss so gut. Erzähl mir was Neues. Ja, okay, was denn so? Stellt euch mal vor. Ich heiße Siam und komme aus Hannover. Okay, du? Ich heiße Manisha und komme aus Hannover. Okay, ihr seid ja beide aus Hannover. Was geht in Hannover so ab? Wir sind ja zum ersten Mal hier. Erzählt mal so, was geht in Hannover so abends ab? Hannover ist langweilig. Ja, echt? Ist eine langweilige Stadt. Gerade ist doch viel los, oder liegt das an uns? An euch. Was liegt an euch? Echt? Ist sie normalerweise auch Samstagabends tot, nur, oder was? Nur Samstag ist was los. Nur samstags. Ja, aber, ja. Wie sind die Jungs hier so drauf? Alle eklig. Warum denn? Warum sagst du das? Also, ja, weil die eklig sind. Inwiefern eklig? Die sind halt so komisch. Ja, beschreib mal, du sagst komisch und so, aber irgendwas muss ja passiert sein. Ist mal hier irgendwas passiert oder? Nein, ich sehe mir allgemein zum Beispiel in Hannover die Menschen so. Es gibt ja diese Anmachspruch, so diese Schuhpuppe oder so, ne? Bringen die den hier oft oder was? Oder immer diese, wie heißt das? Ich will das jetzt nicht beleidigen, aber die Flüchtlinge, sage ich jetzt mal so. Dings, wie heißt das? Die sagen immer so, die machen so oder so. Echt? Ja. Boah, das ist echt, aber das gehört wirklich nicht. Also, habt ihr ein krasses Erlebnis mit Jungs, die euch irgendwie blöd angemacht haben, also richtig krass blöd oder irgendwas mal passiert ist in Hannover? Ja, ich habe fast einen Junge geklatscht. Warum denn? Warum hast du denn geklatscht? Wie hat er dich denn genervt? Erzähl mal. Nein, er ist mir die ganze Zeit hinterhergelaufen. Und dann? Was hat er gesagt die ganze Zeit? Ja, er konnte nicht mal richtiges Deutsch. Ach, sowas auch so ein, wie du beschrieben hast. Ja. Okay. Also da war sehr aufdringlich. Warum bist du da nicht weggegangen oder so? Ich bin auch weggegangen, aber der hat mich erst mit weitergegangen. Er ist hinterhergegangen. Oh, Jungs, das gehört wirklich nicht. Das hast du dann gemacht, bist einfach weggelaufen, ne? Ich bin weitergegangen, dann habe ich gesagt, was verfolgst du mich? Ich habe ihn angeschrien, da wollte ich ihn fertig machen. Oh shit, what is that? So Leute, Hannover bei Nacht und schaut mal, wen ich erwischt habe. Einfach zwei Superstars. Einmal. Nahim Sky Low. Nein, Bruder, sag das richtig. Nahim Sissese. Sissese. Und? Arfa, Leute, ihr wisst Bescheid, Black Gorillas ist das Label, Alter. Bruder, was ist das für eine Maske? Erzähl mal kurz. Das ist unser Maskottchenbruder von Black Gorillas. Ihr wisst Bescheid, auf jeden Fall, Black Gorillas, Check Alter. Check die ab. Was machst du heute in Hannover, Arfa? Erzähl mal so. Bruder, Kopfschmerzen machen, Alter. Warum? Hier war irgendwas, ich hab irgendwas mitbekommen. Ja, erzähl mal, was war da eine los? Eine Lüge, Bruder, kann komplett deine Laune zerstören.
Bruder, weißt du, was ich meine? War echt abgefuckt, aber was war denn da, Bruder? Erzähl mal kurz, weil hier war ein bisschen Eskalation, vielleicht sieht ihr das in deinem Video von den Jungs. Jemand hat behauptet gehabt, ich soll was gegen Kurden gesagt haben. Okay. So, das war dann auch der Grund gewesen wegen dieser Attacke in Stuttgart, Bruder, wo ich attackiert wurde von 8 Jungs von hinten. Okay, auch ehrenlos. Check 1, ja. Und dann, warum eskaliert es immer in meinen Videos? Ich weiß auch so, nicht, dann noch jetzt hier nochmal auch Gruppe gemacht von diesen ganzen Kröpke-Hausmeistern. 10, 15 Leuten, ja? Auch von diesen ganzen Kröpke-Hausmeistern. Bruder, das ist dumm. So, was heißt es? Nächste Woche heißt es. Nächste Woche, wie gesagt, wie ich vorhin zu dir gesagt habe, oder zu Jamal. Ja. Nächste Woche heißt es, ich habe gesagt, ich habe was gegen Schwarze. Ja. In 2 Wochen heißt es, ich habe was gegen Marokkaner. Ja, Bruder, ich weiß auch nicht, was die Leute jetzt aus der Nase ziehen, weil man muss ja auch wissen, so, du denkst ja auch mit Kurden nach. Weißt du, ja, Bruder, also. Ich habe so viele. Ich habe viele Brüder, alle, die Kurden sind, die hinter mir stehen, auch und alles drum und dran. Warum haben die mich dann nicht wenn ich noch was angeblich gegen Kurden gesagt habe, weißt du, was ich meine? Ja, Bruder, oder ich weiß auch nicht, was das soll. Die Welle zu machen und alles drum und dran, weil das ist. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid, da gab es eine Eskalation auch unnötig. Ihr wisst ganz genau, in der YouTube-Szene, dein Video geht durch die Szene, wo da sind viele Fragen aufgekommen. Welches? Du weißt ganz genau. Ach so, Ja, Bruder? Ja. Was? Kommt ein Statement-Video noch, oder? Zu deinen Sachen in Frankfurt. Wir gehen es gleich drehen. Ja, geht's gleich eins drehen, oder was? Okay. Nein, man hat mich zu sich ins Büro eingeladen. Da werde ich auch gleich erstmal meinen Side-Jeans-Vertrag unterschreiben. Ihr wisst Bescheid. Endlich wieder stabile Hosen tragen, alle. Und nicht mehr Jogginghosen. Team. Ja, Mann, Bruder. Nein, muss ich keine Jogginghosen mehr tragen. Auf jeden Fall. Was heißt denn das jetzt? Also, Statement-Video kommt nächste Woche, Bruder. Kommt nächste Woche, ja. Also, auf Zweitkanal kommt was und bei ihm kommt auch was. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Nein, steht zu seinem Wort. Du hast ja gesagt, auf dem Zweitkanal. Ich sehe Todeshate, Digga, alle so. Du. Junge, es kommt noch. Sollen sich ein bisschen straffen, Bruder. Straft euch, Leute, auf dem zweiten Kanal von Naim und auf Arfas Kanal wird was kommen. Nicht zu viel geschminkt. Mir muss ja auch fallen, dass du dir ansprichst. Weißt du, was ich meine? Ja, da hast du auch recht. Du aber ganz normal nicht diese hier. Du siehst ja selber, wie die hier drauf sind. So, wer haben jetzt hier die? Ilaria, ich bin 16 und komme aus Hannover. Und? Lucia, auch 16. Wie wollt ihr denn von einem Mann angesprochen werden draußen? Also auf jeden Fall nicht Schuhschnecke oder so, das ist echt abtören. Nicht mal so aus Spaß? Nee, das macht einen Mann unattraktiv. Echt? Ja. Also bei mir perfekter Anspruch wäre zum Beispiel jetzt, hey, wie geht's dir? Ich finde dich hübsch und bist du zu haben? Bist du zu haben? Ja. Einfach normal zu dir kommen, oder was? Normal, nicht irgendwelche Dummsprüche, zum Beispiel jetzt, du hast einen geilen Arsch oder sonstiges. Geht gar nicht, sagst du, nicht mal so auf sympathisch gesagt. Also auf sympathisch, was meinst du? Ganz andere formulieren, zum Beispiel, du hast eine sehr schöne Figur oder so. Wird das gut ankommen? Okay. Ja, das wird noch okay. Aber trotzdem, da müsste sowas wie Hallo oder sowas dabei sein. Okay. Hast du mal einen Jungen angesprochen? Nee. Ehrlich jetzt, noch gar nicht? Habe ich schon mal einen Jungen angesprochen? Nein. Nee. Was musst du denn einen Jungen haben, dass du den ansprichst? Also wie krass müsste der sein? Blaue Augen. Blaue Augen? Blaue Augen. Also er müsste halt komplett mein Typ sein. Was ist denn dein Typ? Beschreib mal ein bisschen. Halt blaue Augen, groß, guten Style ist sehr wichtig, er muss gut riechen. Haarfarbe ist mir nicht wichtig, aber er darf nicht zu blond sein. Ja, das ist eigentlich das Einzige. Also kann man schon sagen, dass du so eher auf Deutsche stehst, oder? Nein. Also blaue Augen, ja? Aber er darf nicht zu blond sein. Also er ganz dunkelblond, wenn überhaupt. Aber sonst so Kackenrichtung. Hä? Wir haben die Hannoveraner erzählt, dass du eine Legende hier bist. Stimmt das? Das stimmt. Warum bist du denn eine Legende hier? Ich bin eine Legende. Ja. In der Breakdance-Szene bin ich eine Legende. Hier in der Breakdance-Szene in Hannover? Ja. Hau mal was raus jetzt, ich will nein, was sehen. Nein, ach komm, Digi. Du sagst, du bist eine Legende und dann haust du nichts raus. Und jeder, der mich kennt, weiß, wer ich bin. Und was ich in der Hip-Hop-Szene gemacht habe, ich glaube, in ganz Deutschland, die Breakdancer, die wissen, wer Mädchen ist. Okay, Mädchen. Und ich brauche, Mann, ganz kurz. Okay, erzähl. Das Ding ist, die Jugend von heute ist eine ganz andere Generation wie damals, wie wir waren. Ja. Weil wir. Ihr wart schlimmer, ne? Nein, wir waren Kämpfer. Wir waren ehrgeiziger, wir waren kreativer, wir waren mehr stylisch, mehr. Habt ihr beide mal einen Jungen draußen angesprochen? Nein. Ehrlich jetzt, noch nie? Nein. Du nee. Denkst schon nach. Hast du mal einen Jungen draußen angesprochen? Ja. Okay, wie hast du den angesprochen? Ich habe einfach gesagt, er ist hübsch. Einfach so, ey, du bist hübsch, oder was? Ja. Und dann? Da habe ich seine Lachen gesagt. Na, Junge. That you had. Da habe ich nach seinem Insta gefragt. Und dann hat er gegeben, oder was? Nein. Boah, böse. Danach hast du es nie wieder gemacht, oder was? Ja.
Warum? War ja jetzt nur der erste Versuch, weißt du, was ich meine? Beim ersten Mal muss ja nicht alles klappen. Ja. Also, gibt die Hoffnung nicht auf. Aber guck mal, ich habe jetzt einen Hannoveraner da und der wird jetzt versuchen, von euch beiden die Nummer zu klären, okay? Ihr bewertet ihn, wie der sich jetzt so anstellen wird. Komm her, Digi. Wie würdest du denn am liebsten angesprochen werden von einem Jungen? Respektvoll. Respektvoll. Okay, mal schauen, was die Jungs gleich leisten werden. Ihr wisst Bescheid. Im Hintergrund geht's auch ab. Naim ist auch am Start. Okay, Jungs, kommt mal her. Okay. Deine Jungs lachen schon hinter der Kamera. Probier's jetzt einfach mal. Guck mal, stell dir vor, jetzt, du hättest sie jetzt eben kennengelernt, also draußen gesehen, kurz angesprochen. Wie würdest du jetzt versuchen? Ohne, dass ich mein Typ ist jetzt so? Auch nicht. Also ist sie denn dein Typ? Und nicht wirklich, nein. Warum denn? Ich stehe nicht auf blond. Schießt dich auf blond? Nein. Wäre er denn ein Typ? Nein. Auch nicht, warum? Das ist halt auf diese nette Weise. Aber warum denn? Helle Augen und eher blond, stehe ja, ich. Wir versuchen es aber trotzdem. Ja, du machst das jetzt. Versuch mal dein Glück. Ja. Warte, okay, wir machen es mal andersrum. Versuch mal, du ihn zu klären. Wie würdest du einen Jungen ansprechen? Das ist auch sehr interessant. Komm, versuch's mal einfach. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich würde gar nicht ansprechen, sondern ich würde dir eine Wenn Freundin Wenn du es machen schicken, würdest, ja. Würdest du dir eine Freundin schicken. Aber angenommen, du würdest ihn persönlich ansprechen. Versuch's mal bitte kurz. Nur ein paar Sätze. Komm mal näher. Ich finde, du siehst sympathisch aus. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen Jungen angesprochen. Angenommen, du würdest einen ansprechen. Ich finde, du siehst sympathisch aus. Hast du eine Freundin oder so? Ich weiß es nicht. Und dann? Ja, hört sich ganz okay an, so. Ich würde dann antworten. Ja. Und danach würde ich Nein sagen, bla bla. Und danach würden wir halt weiterreden, ne? Weiterreden, ja, mach mal weiter. Das ist, nein, ich habe keine Freundin. Nein, ich habe keine Freundin und will auch zurzeit keine Freundin haben. Oder? Eiplan, so ein hübsches Mädchen, dann sagst du. Man soll ja nicht Gefühle verletzen oder so. Man sagt direkt die Wahrheit. Aber wofür hab ich dich in die Kamera geholt? Ja, sagst du, ich will ein Mädchen klären und so. Bruder, was soll ich sagen? Sag. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Bruder, du bist ja Hannoveraner, wir sind für dich hier hingekommen. Was geht in Hannover so ab jetzt? Freut mich erstmal, dass ihr gekommen seid, Alter. Bruder, gerne, gerne. Du warst auch zweimal bei uns. Was geht heute in Hannover? Hab ich zu viel versprochen? Bruder, Hannover ist so stabil, oder? Ist schon stabil, Bruder. Bruder, ich glaube, heute wird's ehrenlos, ja? Heute wird's ehrenlos, sagst du? In den Storys werdet ihr es. Alles klar. Instagram, auf Instagram werdet ihr es sehen. Und in Naims privater Snapchat-Story, oder? Insta. Dass ihr leider gekommen seid. Ja, Bruder, wir sind deine Aufpasser, leider Bruder, nicht. Eigentlich wollte ich schon, dass der Gazi kommt, Bruder, der Rest kannst du in die Tonne werfen, alle auf jeden Fall. Gazi, der lächelt gerade so süß hinter der Kamera. Hey, Jungs, ihr wisst Bescheid. Ja, Berhan auch. Richtig auf Überholspur, versucht mich gerade zu überholen mit Abonnenten, obwohl er nur von Dennison gepusht wird. Dennison, das war Grüße an Dennison. Und nächste Woche Beef zwischen Berhan und Nachbar, sagst du. Auch wenn du einmal irgendwas Komisches mal zu mir gesagt hast in einem Reaction-Video, weiß ich noch ganz genau. Aber trotzdem feier ich. Aber ich finde, er macht wirklich stabile Reactions, muss man sagen. Macht er auch. Aber er unterscheidet sich auf jeden Fall nochmal deutlich zu anderen, Digga. Ja. Weil er gibt immer seinen eigenen Stuff dazu und das ist auch lustig, weißt du? Ich finde auch, der frontet nicht so. Wenn der frontet, macht er das auch aus. Ja, er frontet, guck mal, er hat ja auch ein, zwei Mal gegen mich ein bisschen gefrontet. Aber ich weiß ja, das also ist alles Spaß. Ist ein Humor, Bruder. Alles Spaß, Digga. Ist ein YouTuber, weißt du, ich meine, man muss damit klarkommen. Normal. Ah, Bruder, ich schieß ja auch, weißt du so. Jeder schießt hier ein bisschen nah, ein bisschen. Schießt auch gegen dich, Action. Komm, Bruder. Komm, Junge. Im Berhans Video, ne, in welchem Video war das jetzt, wo du einen Nackenklatscher von mir bekommen hast? In deinem Video, oder? Ja. Check's einfach ab, da hat Nein im Stege bekommen. In Hannover. Yeah. Guck mal, wir haben jetzt zwei Mädchen da, okay? Du musst jetzt von einem von beiden entweder WhatsApp, Insta, irgendwas klären. So, hi, grüß dich, ich bin Dogan, du bist? Manisha. Wie? Manisha. Alles klar, guck mal, ich sag dir ehrlich, wie ich dich kläre, ohne Probleme. Ja. Ich kann Gitarre spielen, ich kann Klavier spielen, ich kann singen, ich bin YouTuber, ich bin Musikproduzent. Ey, nicht so nah, Bruder. Du gehst immer näher. Er ist doch klar machen. Achso, okay, dann mach weiter. Nee, jetzt hast du es kaputt gemacht. Okay, so, wie gesagt, ich kann Gitarre spielen. Ich kann singen. Ich kann Klavier spielen. Ich bin YouTuber. Ich bin Musikproduzent. Ich arbeite bei Volkswagen. Ich verdiene gutes Geld. Und ich habe süßes Lächeln. Sollst du nicht heiraten, Bruder? Einfach nur Nummer kriegen. Ist Nummer gleich auch danach. Okay. Was sagst du, würde ich deine Nummer kriegen, ja oder nein? Mein Insta höchstens. Das geht doch nicht. Doan, tanz mal hier. Doan kann auch tanzen. Warte, Doan, hau mal ein paar Moves rein. Aber ich kann nicht tanzen. Doch, du kannst tanzen. Jetzt, komm, jetzt hau mal was rein. Wie denn? Einfach ein bisschen. Wie fandet ihr das jetzt von dem? Insgesamt jetzt eine ganze Show hier. Ich kann sogar. 1 bis 10. Walla, wegen dir. Walla, was machst du da? Bist du verrückt? Wenn das meine Mama sieht, ne? Okay. Chill. Alter, ich mach das. Hey, Pisser. Ist okay. Pisser. Hallo, junge Dame. Wie heißt du? Lucia. Ich bin der Gazi D. Was machst du hier in Hannover? Nichts, geh gleich essen. Okay, und wie alt bist du? 16. Du? Sagen wir mal, du bist 20. Okay, ich bin 20. Ich bin aus Köln. Hättest du vielleicht Lust, heute Abend mit deiner Freundin und meinem Freund was trinken zu gehen? Ja, können wir machen. FBI, so einfach. Also, wie kommt das jetzt an bei dir?
Also das ist schon nett, so respektvoll halt mäßig. Das würde jetzt klappen, also würdest du jetzt dein Insta, WhatsApp oder so raushauen? Nee, also Insta vielleicht, also ja. WhatsApp-Nummer gebe ich sowieso nicht direkt raus. Bei Insta wird gehen, ne? Ja. Wollt ihr noch ganz kurz Insta oder so sagen? Nee, aber ich grüße Elin und Lana. Wen? Elin und Lana. Okay, Grüße gehen raus. Wie machst du Funk? Ja. Erzähl mal, wie machst oder du Funk? Hol mir eine für deinen Kanal, dann machen wir das auf deinem Kanal, okay? Hast du doch schon klar gemacht auf meinem Kanal. Ach stimmt, schenk's auf jeden Fall ab, D5 und in der Infobox verlinkt. Ja. Wie heißt der berühmte Michael? Was? Wie heißt der berühmte Michael? Chicks. What? Grüße an Burak. Das machen wir in Frankfurt so, Bruder. Ich weiß nicht warum, aber weißt du. Ey, Arfa, ich will eine Sache von dir. I'm the fat man. Arfa, eine Sache. Das hast du, glaube ich, nie. Warte, chill. Das hast du, glaube ich. Einer der stabilsten Brüder, die ich jemals habe. Weil der lutscht nur wegen Sidejeans-Vertrag, Alter. Der hat Angst um seinen Vertrag. Bruder, ohne mich wäre Sidejeans doch zweite Bundesliga. Jetzt weißt du. Okay, Bruder, eine Sache. Jetzt von euch beiden. Auf was steht ihr bei Mädchen, Bruder? Ehrlich jetzt. Boah, Arsch. Boah, das haben wir jetzt geschossen. Boah, also ich sag dir, wenn Arsch stimmt, Digga, dann braucht dann der vorbei. Nee, dann ist alles vorbei. Ich kann so sagen, dass ich an meiner Frau alles liebe. Bruder, immer wie sympathisch. Bis Fuß. Doch, bis Fuß. Egal wie. Ich liebe meine Frau so, wie sie ist. Wenn du das siehst, Baby, ich liebe dich über alles. Du bist meine Traumfrau, egal wie du bist. Du bist hier. Ihr wisst Bescheid. Aber allgemein jetzt, Bruder. Es gibt keine Frau da draußen, was dich stoppen könnte. Keine Frau kann dir das Wasser reichen. Einfach Liebeserklärung. Aber allgemein jetzt, Bruder. Was ey, was mit einer Hotel-Session? Auf jeden Fall checkt Naim ab. Auf YouTube, yes. Instagram, Snapchat. Thank you. Arfa auch abchecken. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sollen die Leute jetzt machen? Abonnieren und liken und Glocke aktivieren. Was noch? Kommentieren. Was noch? Keine Ahnung, was sollen die noch machen? Dein Kollege, was willst du sagen? Gneiden, ihr wisst Bescheid. Danke für eure Liebe, Leute. Abonnieren, liken, lasst Support bei dem Bruder da. Schickt auch die Kanäle von meinen Jungs ab und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute.